Die Firmware 3.0.5 für die Behringer Wing ist draußen und was alles Neues, Tolles dazugekommen ist, das zeige ich euch in der heutigen Episode Bastis Bassstunde. Viel Spaß! Oh no. Ja, liebe Audio-Engineers, liebe Mixing-Freunde, es ist noch nicht so lange her, da haben wir für die Wing die Software 3.0.4 erhalten und jetzt gibt es seit heute Morgen die Software 3.0.5 und was da alles drin ist, Neues dazugekommen ist, das zeige ich euch in der heutigen Episode Bastis Bassstunde. Und damit ihr auch wisst, was in den nächsten Firmware so alles drin ist, empfehle ich euch, abonniert meinen Kanal. Da unten ist der Subscriber-Button. Ich werde auch für die nächsten Firmware immer wieder ein kurzes Video machen, was alles an Features neu dazugekommen ist. Jetzt schauen wir uns mal die Liste an und gehen einfach mal die neuen Sachen von oben bis unten durch. Das erste, was neu dazugekommen ist, heißt Exclusive Solo, also working on Channels Overview and Main Page. Dazu muss ich erstmal diesen Exklusiv-Solo-Mode aktivieren. Den finde ich hier bei Setup, Audio und hier Exklusiv-Solo. Dieses neue Feature heißt im Prinzip nichts anderes, wie dass ich genauso wie hier, wenn ich Solo an will, immer nur exklusiv einen Kanal im Solo-Mode habe. Genauso funktioniert das Ganze jetzt auch hier in der Übersicht, also hier im View-Button. Auch hier kann ich jetzt eben diesen Exklusiv-Solo-Mode anwählen. Ihr seht auch, wie das hier durchläuft. Und genauso funktioniert das jetzt auch hier auf der Main-Page. Wenn ich hier Solo anwähle zum Beispiel und gehe auf einen anderen Kanal und wähle hier Solo an, dann ist der eben exklusiv. Andersrum, wenn ich den wieder rausnehme, diesen Exklusiv-Solo, dann kann ich auch mehrere Solis aktivieren. Und genauso kann ich das über die Page auch machen, mehrere Kanäle auf Solo stellen. So, das ist das erste Feature. Dann geht's weiter. Adjustable LC and HC filter slopes in Input Channels. Input Channels sind diese hier. Und wenn ihr jetzt hier in den Equalizer springt und geht hier oben auf diese Filter, dann seht ihr, dass hier unten jetzt diese Slopes dazugekommen sind. Der Low Cut ist hier standardmäßig auf 24 dB pro Oktave. Der High Cut ist standardmäßig auf 12 dB pro Oktave. Ich aktiviere die hier mal kurz, dass wir auch eine Veränderung sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Low Cut umstelle, dann seht ihr, dass der entweder flacher oder steiler wird. Und das gleiche funktioniert hier auch mit dem High Cut. So, das ist diese neue Funktion. Panning Control available on Send Configuration Overlay. Wir erinnern uns, das Send Configuration Overlay ist ja ein neues Menü, das wir hier in den Sends finden. Und zwar immer dann, wenn wir hier oben auf diesen Tab drücken oder touchen. Sagt man touchen? Ich hoffe es. Und jetzt seht ihr eben, dass es hier jetzt einen Pen-Regler gibt. Den gab es in der letzten Firmware noch nicht. Das heißt, der ist jetzt dazugekommen. So, der ist übrigens, wenn ich jetzt hier diesen Link Send Pen to Channel Pen anmacht, dann ist der deaktiviert. Das nächste neue Feature hier ist Warning when trying to record a snippet with no active focus. Das findet ihr hier in der Library bei Snips. Und hier muss man ja eigentlich immer seinen Fokus auswählen. Das heißt, hier seht ihr, was jetzt alles im Snip mitgespeichert wird. Und wenn ich jetzt eben hier nichts anwähle und will hier Rec machen, dann kommt genau diese Warnung. No active record focus. Please edit record focus to enable recording. Nächstes neues Feature. Warning when MS source is used in AUX channels A. So, dazu brauchen wir natürlich erstmal eine MS source. Wir nehmen jetzt hier mal bei den Sources einfach den Local 1 und 2 und ändern den um zu einer Mid-Side-Source. Und wenn ich jetzt hier auf die AUX-Channels springe, nehmen wir mal den AUX 3 und mache hier als Source diesen MS und sage Close, dann kommt eben mittendrin diese rote Warnung, MS-Mode not supported. Das heißt, AUX-Channels unterstützen keinen Mid-Side-Modus. Dann haben wir hier was ganz Tolles. New Bus Feed Configuration Overlay. So, das ist jetzt mit Abstand das geilste Feature an dieser neuen Firmware 3.0.5.
Und dazu müssen wir mal in einen Bus springen, um euch das zu zeigen. Ihr wisst, früher gab es hier auf der Busseite die Möglichkeit, diesen Bus einzustellen als Postfader oder als Group oder als Tab-Bus. Und das ist jetzt verschwunden. Das ist jetzt aus einem guten Grund verschwunden, nämlich es gibt jetzt hier bei Home, wenn ich hier auf die Channelboxen klicke, gibt es jetzt hier ein neues Bus-Feed-Configuration-Menü. Das gibt es für alle Busse. Hier ist es Bus 1, gibt es auch für Bus 2. Und hier kann ich jetzt mit einem Klick für mehrere Kanäle individuell auswählen, wie die auf den Bus geschickt werden sollen. Ich zeige euch das mal, indem ich jetzt hier einfach mal ein paar Kanäle anwähle. Ich nehme jetzt mal 1 bis 8. Und jetzt kann ich für diese Kanäle mit einem Klick entscheiden, ob sie Tab, Pre, Post oder als Group auf den Bus gesendet werden sollen. Dann kann ich auswählen, ob der Channel Mute, also der Mute von den einzelnen 8 Channels, ignoriert werden soll, wenn die auf den Bus geschickt werden oder nicht. Das ist super für Monitor und FOH-Mix von den gleichen Channels aus. Dann kann ich nämlich die Monitors anlassen und den FOH-Sound muten. Dann gibt es hier eine Send-Panning-Einstellung. Diese Send-Panning-Einstellung kann ich entweder auf Keep lassen, dann passiert gar nichts. Oder ich kann hier sagen Set to Sender. Set to Sender heißt, alle diese Kanäle, die ich ausgewählt habe, werden einfach vom Panorama her Sender auf den Bus geschickt. Ich kann hier auswählen Set to Channel Pan. Das heißt, alle ausgewählten Kanäle werden mit dem Panorama, so wie es aktuell eingestellt ist, auf den Bus geschickt. Allerdings, wenn ich das Panorama später am Channel selber ändere, ändert sich das Panorama, das ich auf den Bus schicke, nicht. Kann ich euch gleich mal zeigen. Und es gibt hier Link Pan to Channel Pan. Wenn ich das auswähle, dann ist das Panorama auf den Bus und das Panorama auf den Main verknüpft. Das heißt, der Pan-Kanal ändert sich dann mit. Dann kann ich hier noch Send Enable on oder off schalten. Ja, das heißt natürlich, ich muss das on machen, sonst wird das nicht funktionieren. Wenn ich es off lasse, dann sind sie eben aus. Das heißt, wenn ich mehrere Kanäle auf einmal ausmachen möchte, dann würde ich hier Send Enable off machen. Ich möchte sie aber jetzt anschalten. Und dann kann ich hier unten noch das Send Level einstellen. Und ich würde jetzt hier einfach mal Set to 0 dB. Man kann hier minus 10 oder auf komplett ausschalten. Ich mache jetzt hier Set to 0 dB. Und wenn ich jetzt Apply klicke, dann seht ihr jetzt, dass alle Kanäle, die hier ausgewählt sind, in den Bus 1 jetzt als Subgruppe laufen. Der Panlink ist aktiviert und sie sind alle on. Wenn ich jetzt einzelne wieder ausmachen möchte, dann könnte ich jetzt hier sagen, okay, 1, 2 und 8 möchte ich wieder ausmachen. Ich sage hier Set Off, Apply. Jetzt seht ihr, 1, 2 und 8 sind aus. Wenn ich jetzt hier 3 und 4 zum Beispiel nicht als Panlink, also nicht den Sendpan gelinkt haben möchte, sondern nur einmalig gesetzt, weil der zum Beispiel, dazu muss ich jetzt mal schnell auf die Kanäle springen, sagen wir mal, die Kanal 3 hat seinen Panorama 100 links und Kanal 4 hat seinen Panorama 100 rechts. Dann ist jetzt Folgendes, ich gehe wieder in den Bus, ich gehe wieder hier auf diese Einstellung, ich wähle 3 und 4 aus und jetzt kann ich sagen Set to Channel Pan, also den Sendpanning, Set to Channel Pan. Ich mache Apply. Jetzt seht ihr das schon hier an der Grafik. Da steht jetzt nicht mehr Pan links, sondern der 3 ist 100% links und der 4 ist 100% rechts. Das würde man jetzt auch sehen, wenn man hier bei den Sends reinschaut, bei 3 und bei 4. Ich habe euch ja gerade dieses Menü gezeigt. Hier sieht man das jetzt auch nochmal, dass eben dieser Panoramaregler jetzt auf links steht. Aber wichtig, der ist nicht verbunden. Das heißt, wenn ich den jetzt hier, den Hauptpanorama, den Main-Panorama auf rechts drehe, dann seht ihr, dass der trotzdem auf links bleibt, eben weil er nur einmalig eingestellt ist. Würde ich jetzt diesen Link-Button hier aktivieren, dann wiederum ist der fest mit dem Panoramaregler hier verbunden. Also, super geile Sache. Hier kann man blitzschnell komplette Busstrukturen konfigurieren mit nur einem Klick. Einmal alle durchwählen, konfigurieren, was ich haben möchte, Apply. Fertig, funktioniert. Und das Beste ist jetzt, diese Box, diese Busfeed Configuration, die gibt es jetzt nicht nur hier in den Bussen, sondern die gibt es genauso gut in den Mains. Das heißt, ich kann auch ruckzuck hier meine Mains durchkonfigurieren und die gibt es auch hier in den Matrizen. Seht ihr jetzt hier? Und in den Matrizen kann ich alle Busse auswählen, alle Mains auswählen oder alle Einzelchannels. Also, überall gibt es jetzt dieses Menü, dieses Feed Configuration Menü und damit bin ich eigentlich ruckzuck fertig, wenn ich irgendwelche Bus, Main oder Matrix Strukturen konfigurieren möchte.
in der finalen Version dieser Firmware 3.0.5. Ich habe hier eine Beta-Version im Moment, aber in der finalen Version werdet ihr auch dieses Menü wieder hier an der Stelle finden, wo vorher dieses Untermenü war, wie der Bus konfiguriert ist. Das heißt, hier ist jetzt im Moment leer, aber ich weiß von der Firma Behringer, dass die das auch wieder hier an der Stelle dann einbauen werden, damit Leute, die sich diese Tutorials nicht anschauen, auch eben dieses Menü finden. Dann haben wir noch zwei Features mit der Toolbox. Ihr seht sowieso, dass die Toolbox sich etwas verändert hat. Die ist jetzt nämlich hier oben im Eck aufgesplittet zwischen Copy und Init. Init ist, wenn ich den Kanal initialisieren möchte, also zurücksetzen, alles löschen, dann kann ich das hier auswählen und mit welchem Kanal ich das haben möchte. Zum Beispiel hier die 3 und dann mache ich hier Init und dann ist der Kanal komplett resettet. Das nächste Feature auf der Liste hat jetzt eben genau mit diesem neuen Copy-Menü und mit diesem neuen Init-Menü hier oben zu tun. Nämlich heißt der Punkt Toolbox can be accessed from Filter Page. Und das ging vorher nicht. Hier ist die Filter Page. Und ich kann jetzt von dieser Filter Page aus eben auch in dieses Copy-Menü springen und bekomme dann auch gleich nur diesen Filter angewählt. Und das zweite Feature, das mit diesem Menü zu tun hat, ist Toolbox convinced to copy as much data as possible between different channel types. Das heißt, dieses Menü hat sich im Prinzip ja ziemlich verändert. Was hier übrigens auch neu ist, ist jetzt, dass der From Channel, also der Kanal, von dem ich wegkopiere, einen weißen Rahmen hat und die anderen Kanäle, auf die ich kopiere, also die Destinations, die sind gelb dargestellt. Das heißt, in dem Fall, seht ihr jetzt, kopiere ich jetzt hier von 3 auf 4, 5, 6 und 7 genau das gleiche. Wenn ich jetzt hier alle auswähle, inklusive der Connection, und mache Copy, dann seht ihr jetzt hier, dass der von 3 auf 4, 5, 6 und 7 alles rüber kopiert hat. Ebenfalls neu ist jetzt die Möglichkeit, dass ich hier verschiedene Einstellungen von verschiedenen Plugins zwischen Kanaltypen hin und her kopieren kann. Ich kann zum Beispiel, wenn ich das möchte, einen Equalizer vom Channel 1 auf den Bus 4 kopieren. Ich zeige es euch kurz. Wir machen jetzt hier mal einen Equalizer auf den Channel 1. Der sieht jetzt so aus und aktuell ist auf dem Bus 4 nichts. Kein Equalizer. Und jetzt kann ich eben vom Channel 1 mit einem Touch auf Copy, dann nur der Equalizer, Channel 1, hier rüber auf Bus 4, Copy. Und wenn ich jetzt in Bus 4 schaue, dann sehe ich, dass der Equalizer kopiert ist. Also man kann jetzt zwischen verschiedenen Channel-Typen Einstellungen hin und her kopieren. Und dann haben wir noch zwei Punkte, die mit der Fader-Konfiguration zu tun haben. Send faders now have an option to show source or destination levels and customization. Wenn ihr jetzt hier auf View drückt und auf Config, dann seht ihr jetzt diese drei Schaltflächen hier. Es ist ja so, dass ich bei der Behringer Wing diese Fader Layer sehr individuell flexibel gestalten kann. Ich kann hier nicht nur einzelne Channels oder Busse, Mains oder DCAs drauflegen, sondern ich kann auch direkte Sends on Fader drauflegen. Ich könnte zum Beispiel jetzt auch hier Sends on Fader auf Bus 1 anlegen. Heißt, wenn ich immer den Sends on Fader für Bus 1 auf meiner Oberfläche haben will, dann ziehe ich mir den hier runter. Jetzt habe ich hier auf dem ersten Fader auf der User 1 Oberfläche meinen Sends on Fader von Channel 1 auf Bus 1. Das sehe ich jetzt hier auch im Display. Ideal ist das, wenn ihr Monitor mischt. Und dann habt ihr nämlich, könnt ihr euch hier einfach die Hauptwege mischen. Und wenn ihr sagt, ihr hättet gern verschiedene Monitorwege hier oder verschiedene Effektwege immer im direkten Zugriff, dann macht ihr euch eben einen Sense on Fader. Das geht mit Bus zu Bus, das geht aber auch mit Bus zu Matrix und so weiter. So, im Moment habe ich jetzt hier den Sense on Fader Channel 1 zum Bus 1 und zwar, und jetzt kommt das Neue, in der Konfiguration Bus Customization angelegt. Das bedeutet, hier oben auf dem Display übernimmt er die Farbe und das jeweilige Icon vom Bus. Ich wechsle mal schnell hier das Icon. Ihr seht, das ist ein Sense on Fader jetzt
Und zwar der vom Channel 1 zum Bus 1 und ich sehe hier die Farbe und das Icon vom Bus. Würde ich jetzt auf den nächsten Fader hier den gleichen Sense on Fader nochmal legen. Also ich gehe wieder hier und in die Config. Und diesmal wähle ich aber hier nicht Bus aus, sondern Source Customization. Ich ziehe wieder den 1 hier runter. Jetzt seht ihr, dass das der gleiche Kanal ist, der gleiche Sense on Fader. Nur einmal hat er eben hier die Customization vom Bus. Und einmal hat er hier eben die Customization vom Channel. So, also ich kann mir das hier ganz flexibel zusammenbauen und auswählen, ob ich hier oben Farben und Symbole der Busse sehen will oder Farben und Symbole der Channels. Gleiches gilt auch jetzt für die beiden Levelanzeigen auf den Kanälen. Die erste Levelanzeige, das ist die vom Bus. Das heißt, ihr seht, wenn ich jetzt hier in dieses Mikrofon reinspreche, das ist mein Talkback, das steckt auf Channel 8, dann seht ihr jetzt hier, beide schicken im Moment Signal raus auf den Bus. Wenn ich jetzt aber den Bus, auf den ich das schicke, ausschalte, dann seht ihr hier auf dem Fader, wo ich quasi hier die Customization vom Ziel, also vom Bus angewählt habe, da ist die Mieteranzeige jetzt aus, weil diese Mieteranzeige zeigt mir das Level vom Bus an. Die andere wiederum zeigt mir das Level von der Source an. Das ist eben hier das Mikrofon. Wenn ich jetzt den Bus wieder aufmache, dann sind wieder beide da. Und hier gibt es noch eine neue Funktion auf dieser Page, die ich mir konfigurieren kann. Die heißt nämlich Selected Channel Send Fader Visible in Fader View. Hier haben wir jetzt den hier an der Seite. Der ist auch neu. Der heißt einfach nur S zum Bus 1 in dem Fall. Oder den würde es auch für andere Busse geben. S zum Bus 2, S zum Bus 3. Ich ziehe den speziellen Channel oder diese spezielle Konfiguration jetzt mal hier auf den User 1. Das heißt User Config Bus 1. Und ich nehme jetzt hier genau diesen S zum Bus und ziehe den hier rüber. Und ihr seht schon, jetzt ist er rot geworden. Und was bedeutet jetzt dieser Kanal? Das ist ein ganz spezieller, der zeigt mir nämlich immer den Sense on Fader von dem Channel, den ich ausgewählt habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Effektweg habe, wo ich verschiedene Vocals drauf schicke, dann kann ich mir den einfach hierher legen und kann durch Anwahl der Vocals immer auswählen, wie viel von dem jeweiligen Vocal-Signal dann an diesen Effekt geschickt wird. Das heißt, der wandert quasi mit. Das ist ein Sense-on-Fader, der aber mit dem Select mitwandert. Super coole Geschichte. Ja Leute, das waren die neuen Features in der Firmware 3.0.5. Gerade die Sache mit dem Busseed, mit der Busseed-Configuration finde ich absolut klasse. Da kann man richtig schnell sich Busstrukturen aufbauen. Und ansonsten muss ich sagen, da hat die Firma Behringer wieder ganze Arbeit geleistet. Das macht richtig Spaß, mit diesem Pult zu arbeiten. Man ist halt einfach total flexibel und trotzdem mega schnell. Ja, danke euch fürs Einschalten. Bastis Bassstunde mit einem Firmware-Update heute für die Behringer Wing. Ich sag, macht's gut. Ciao, euer Basti.